zusammen. Und zwar erzählt euch in dem Video etwas zu Formaldehyd und seine Abspalter. Formaldehyd hat bestimmt jeder schon mal von euch gehört. Formaldehyd ist deklarationspflichtig. Formaldehyd ist durch die Medien gegangen, rauf und runter. Seid gespannt, was ihr jetzt so alles erfahrt. Vielleicht wusstet ihr das ein oder andere und das ein oder andere vielleicht nicht. Dass Formaldehyd umstritten ist und verboten ist, hat bestimmt schon der ein oder andere gehört. Aber wusstet ihr Folgendes? Formaldehyd ist in Körpersprays verboten, aber in Mundpflegemitteln darf es zu 0,10% enthalten sein. Das ist aber noch lange nicht alles. Denn in kosmetischen Produkten darf es sogar zu 0,20% enthalten sein. Formaldehyd verboten? Es ist trotzdem noch da. Weiß nur keiner. Ich sehe das als ganz klaren Widerspruch. Auf der einen Seite darf es in Körpersprays nicht verwendet werden, da es über die Haut in deinen Organismus eindringt. Aber auf der anderen Seite darf es in Mundpflegemitteln und in Kosmetikprodukten wiederum enthalten sein. Wenn du es in Mundpflegemitteln hast, nimmst du es über die Schleimhäute auf. Das geht sogar noch schneller wie über die normale Haut. Und wenn du es in Kosmetikprodukten hast, trägst du auf deine Haut auf, dann geht es auch in deinen Organismus. Also bei mir ist das ein ganz klarer Widerspruch. Natürlich kann man sagen, diese Zahlen 0,10%, 0,20% hören sich erstmal nicht viel an. Natürlich, es sind eigentlich kleine Zahlen, aber welche Auswirkungen Formaldehyd auf deinen Körper hat, das ist bei kleinen Mengen, die du einmalig benutzt, vielleicht nicht schlimm. Aber deine Körperpflegeprodukte und die Reinigungsmittel, die benutzt du ja täglich. Und somit setzt du dich ja dieser Gefahr der Schädigung deiner Zellen nicht nur einmal aus, sondern regelmäßig aus. Und die Dosis macht das Gift. Ja, du hast nicht einmal, du setzt dich regelmäßig der Angelegenheit aus. Formaldehyd ist dafür bekannt, die Haut vorzeitig altern zu lassen. Als Beispiel, du kaufst dir eine Gesichtscreme, um kleine Fältchen wegzumachen, aber es ist Formaldehyd drin und du weißt das nicht. Ist zwar nur eine kleine Menge, 0,20%, aber es ist drin. Also schmierst du und schmierst du und schmierst du. Du hast zwar vielleicht einen leichten Erfolg, aber eigentlich ist es ja dafür bekannt, deine Haut altern zu lassen. Also es ist ein Kreislauf. Es ist einfach ein Kreislauf. Ohne diese Creme alterst du und mit dieser Creme alterst du noch schneller und deswegen cremst du mehr von dieser Creme. Ist eigentlich ganz, ganz intelligent gedacht von dem Hersteller. Oder? Du brauchst die Creme. So macht er Umsatz. Also aus Herstellersicht, top. Aus deiner Sicht, Mist. Formaldehyd ist dafür bekannt, Allergien auszulösen, Hautreizungen, Atemwegs- und Augenreizungen zu verursachen. Ja, gut. Trotzdem verwendet, toll. Stell dir folgende Frage. Glaubst du, dass der Hersteller aus Rücksicht auf deine Gesundheit auf diese Stoffe, also auf diesen Stoff Formaldehyd verzichten würde? Soll ich dir beantworten? Ein klares Nein. Natürlich macht er das nicht. Er wird nicht darauf verzichten. Warum sollte er auch? Ich habe hier eine Umfrage aus dem Jahr 2006 durchgeführt durch den Verband Körperpflege und Waschmittel. Und die Umfrage ergab Folgendes. Formaldehyd soll nur noch in Nagelhärtern verwendet werden. Ja. Ich würde eher sagen, sollte. Denn das Soll wird nicht so durchgeführt, wie es da steht. Denn leider kann Formaldehyd immer noch in normalen, alltäglichen Produkten nachgewiesen werden. Eben habe ich dir die Frage gestellt, ob der Hersteller darauf verzichten würde. Ich sagte nein. Hier ist eine der Antworten dazu, warum das Nein sich bestätigt. Aber es ist auch total verantwortungsvoll, wenn der Hersteller es natürlich weiter benutzt. Gerade für deine Gesundheit, oder? Aber es gibt doch Hersteller, die sich um ihren Ruf sorgen. Ja? Die möchten keine schlechte Presse. Und diese Hersteller verwenden dann Formaldehyd-Abspalter. Ganz toll. Was sind denn Formaldehyd-Abspalter?
Formaldehyd Abspalter sind dafür bekannt, dass sie kleine Mengen Formaldehyd kontinuierlich abgeben an das Produkt. Auch den Formaldehydabspaltern werden krebserregende Eigenschaften nachgesagt. Meiner Meinung nach sollten Formaldehydabspalter nach meinen Recherchen her genauso gemieden werden wie Formaldehyd. Jegliche Aussagen, die für eine Unbedenklichkeit der Formaldehydabspalter gelten, beruhen lediglich auf Vermutungen. Da gibt es keine Studie zu, die sagen, Formaldehydabspalter sind unbedenklich. Warum sollten Formaldehydabspalter denn unbedenklich sein? Sie geben genauso Formaldehyd ab. Es ist immer noch Formaldehyd. Das Problem ist ganz klar. Formaldehydabspalter geben Formaldehyd ab, aber keiner weiß, wie viel Formaldehyd wirklich abgegeben wird. Und so kannst du auch nicht sagen, wie viel Formaldehyd in einem mit Formaldehydabspaltern konservierten Produkt enthalten ist. An dieser Stelle würde ich gerne einen Professor zitieren, denn das, was er zu Formaldehydabspaltern gesagt hat, finde ich als Metapher ganz toll. Professor Eberhard Heimann bezeichnet Formaldehydabspalter als trojanische Pferde, da sie bei längerem Kontakt mit Wasser Formaldehyd freisetzen, so direkt in die Zellen eindringen und diese schädigen. Das Beispiel mit den trojanischen Pferden, die jeder vom PC aus kennt, das fand ich einfach ganz toll. Und da man wirklich nicht weiß, wie viel freigesetzt wird, weißt du bei dem trojanischen Pferd auch nicht, wie viel er deinen PC schädigt. Ich finde es toll, das Zitat. Es gibt wirklich viele Formaldehydabspalter. Wenn euch interessiert, welche es gibt und ob die in euren Produkten enthalten sind, dann könnt ihr das bei Google nachschauen. Das ist überhaupt kein Problem. Also Formaldehydabspalter sind zum Beispiel Pronopol, Urotropin, Sodiumhydroxymethylglykanate und so weiter. Das sind natürlich alles sehr chemische Begriffe. Könnt ihr euch, wie gesagt, wenn ihr daran interessiert seid, alle nachgucken. Da gibt es eine ganze Reihe von. Auch sehr interessant war, man kann im Internet Vorträge finden von einem Professor der Firma Weller. Und zwar erzählt er in diesem Video etwas den Studenten der Technischen Universität Darmstadt. In diesem Video sagt er, dass ein Shampoo unter anderem mit Formaldehyd hergestellt werden soll. Ganz toll. Haben wir nicht am Anfang des Videos gelernt, dass Formaldehyd nur noch in Nagelhärtern verwendet werden soll? Warum soll denn Formaldehyd jetzt auch noch wieder ins Shampoo? Also, ich habe bei meiner Recherche öfter mal den Glauben an die Menschheit verloren. Mein Fazit ist, eigentlich ist es den Herstellern egal, Hauptsache der Umsatz stimmt. Was im Endeffekt dann mit der Gesundheit der Verbraucher passiert, interessiert in dem Moment nicht wirklich, denn die Dosis macht das Gift und nach 3 Flaschen Shampoo passiert da nichts. Ja? Oder Cremes. Und es ist ja nicht nur so, dass du Formaldehydabspalter in den Produkten von Erwachsenen findest, nein. Du findest ja Formaldehyd und Formaldehydabspalter auch in Kinderpflegeprodukten. So, jetzt könntest du sagen, boah, jetzt fängt das schon bei den Kleinsten an. Gut, dazu sage ich dir eins. Das fängt ja nicht erst nur nach der Geburt an, das fängt ja schon im Mutterleib an. Denn die Mutter duscht, die Mutter cremt sich ein, die Mutter pflegt sich, die Mutter putzt. Und dadurch kommen Formaldehyd und Formaldehydabspalter in deinen Organismus. Dadurch zu deinem Baby und da fängt die ganze Scheiße doch schon an. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Video Formaldehyd und die damit eventuell entstehenden Schäden für deinen Körper näher bringen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Beim nächsten Video geht es um Triclosan. Hat bestimmt auch jeder gehört. Seid gespannt. Bis demnächst. Ciao.